Hallo Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr auf unseren Custom Games Server kommt, auf unseren Scrims Server und was ihr einstellen müsst, um an den Scrims und Custom Games teilzunehmen. Ja, das erkläre ich alles in diesem Video. Und wenn ihr feiert, dass wir jetzt einen Custom Games Scrim Server haben, ja, wo ihr den ganzen Tag Fortnite Custom Games zocken könnt und Scrims, dann lasst mal einen Daumen hoch da und Abo und Glocke. Den Link zum Scrim Server findet ihr unten in der Beschreibung dieses Videos. Da ist natürlich auch der Link zum Vota TV bzw. WLT eSports Discord Server drin. Wir haben zwei verschiedene Discord Server. Vielleicht kommt noch ein dritter dazu. Ja, also ganz wichtig, wenn ihr Scrims spielen wollt und Custom Games, müsst ihr auf den Scrims oder Custom Games Server. Wenn ihr auf meinen Discord Server wollt, müsst ihr auf den Vota TV Discord Server, und wenn ihr euch bei WLT eSports bewerben wollt, auch auf den Server von mir und WLT eSports. Und wenn ihr den Vota TV Clan wollt, den Spaß Clan, dann ganz einfach auch auf meinen Server kommen und bei einem Clan-Manager melden. So, das erste, was ihr machen müsst, ist natürlich erstmal auf den Discord-Server kommen. Wenn ihr Discord nicht habt, dann runterladen, installieren. Ich habe da schon ein Video zu gemacht. Klickt einfach oben rechts aufs i. Da zeige ich euch, wie das Ganze geht. Wenn ihr keinen PC habt, könnt ihr das Ganze auf dem Handy installieren oder auch einfach im Browser öffnen. Ja, auf der PlayStation, auf dem Handy geht das auch im Browser. Müsst ihr euch das gar nicht runterladen, müsst ihr nicht installieren. Könnt das einfach im Browser benutzen. Discord ist natürlich kostenlos, kostet euch nichts. Ne? Und auch das Teilnehmen an unseren Scrims und Custom Games kostet euch nichts. So Leute, um auf den Discord-Server zu kommen, drückt ihr einfach auf das Plus, ne? Server hinzufügen ist vielleicht bei euch ein bisschen weiter unten, weil ihr schon auf diversen Servern seid. Drückt dann auf Server beitreten und gebt dann die Adresse des Servers ein. Achtet auf Groß- und Kleinschreibung, ganz wichtig, alles muss groß oder klein geschrieben werden, genauso wie es da steht. Und dann seid ihr auch schon auf dem Server. Ihr seht schon hier unten, ihr müsst eure E-Mail-Adresse verifizieren. Das heißt, ihr müsst eure E-Mail-Adresse bestätigen. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, drückt da einfach auf den Knopf, dann bekommt ihr eine E-Mail. Da einfach auf den Link drücken und dann ist euer Account verifiziert. So, wenn die Verifizierung fertig ist, seid ihr hier erstmal im Fortnite-Shop. Das ändern wir aber noch, weil ihr müsst hier oben zu Epic Games-Konto verbinden. Dann drückt ihr auf diese Hand. Ja, lest die ganzen Texte, ist mal ganz wichtig. Und wenn ihr auf diese Hand drückt, ja, dann bekommt ihr eine Nachricht von Unite. Das ist ein Bot. Und ihr seht schon, hier steht ein bisschen was auf Englisch. Ich erkläre euch das ganz kurz. Er sagt, verbinde deinen Epic Games-Account. Ne? Also da steht jetzt ein bisschen Text und du sollst jetzt erstmal deine Epic Games-Account-ID eingeben. Das ist ganz wichtig. Oder deinen Epic Games-Namen. So, jetzt ist hier wieder ganz wichtig, ihr müsst den Epic Games Namen angeben, ja, und zwar so, wie er quasi angezeigt wird, ja, da haben wir ja immer wieder die Probleme im Abo zocken, ihr seht, jetzt habe ich das hier einfach eingegeben und er checkt jetzt quasi, ja, und er hat ihn gefunden, ne? Also er hat den Epic Games Namen gefunden. Wenn ihr Probleme habt, gibt es noch eine zweite Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist eure Epic Games ID. Dazu geht ihr einfach oben in das Menü auf Einstellungen, dann auf dieses Figürchen. Und wenn ihr auf die Figürchen, wenn ihr da reingeht, könnt ihr hier auf Zwischenablage kopieren gehen. Das ist die Epic Games bzw. Epic Konto ID. Ne? Sollte bei PlayStation so vermutlich auch drin sein. Und die Nummer müsst ihr dann reinkopieren. Ich zeige euch die natürlich nicht, die ich habe. Ja? Gebt ihr da einfach ein und dann findet euch der Bot auch und dann könnt ihr weitermachen. So, das nächste, was uns der Bot fragt, ist, auf welchem System spielen wir denn? Und ihr seht schon, da ist Switch, da ist Xbox, das ist vermutlich mobil. Ah ja, PlayStation gibt es nicht. Und Windows, also ich spiele auf Windows, also drücken wir hier auf das lustige Fenster. Und dann geht es auch schon weiter. Er sagt dann halt, ah ja, deine Plattform ist PC, Windows. Spielst du denn mit Touch-Eingabe? Ja, das ist für Handy und Tablet relevant. Controller, ja, könnt ihr ja auf PC spielen. Oder Keyboard und Maus, ja, das ist KBM, also wir spielen Keyboard und Maus. Und ja, dann kommt jetzt der nächste Schritt. Der nächste Schritt ist, wir müssen ein Spiel öffnen und eine Freundschaftsanfrage an den Bot Unite 4 schicken. Ja? Das heißt, wir gehen jetzt in eine Runde und werden diesen Bot hinzufügen. Bei euch kann das natürlich sein, dass das eine andere Nummer ist. Das kann Unite 7, 8, 9, 10, 200, 150 sein. Guckt also genau, welchen Bot ihr einladen müsst. Und ihr seht auch schon, man darf das Leerzeichen nicht vergessen. Es ist Unite Leerzeichen 4. Es ist nicht Unite ohne Leerzeichen 4, sondern man muss ein Leerzeichen drin lassen. Ihr seht auch, hier steht, wenn der Bot eure Freundschaftsanfrage nicht automatisch annimmt, dann müsst ihr die Freundschaftsanfrage abbrechen und nochmal neu schicken. Aber wir gehen jetzt erstmal ins Spiel und schicken die Freundschaftsanfrage. An dieser Stelle auch noch ein Hinweis, wenn ihr keine DMs bekommt von dem Unite-Bot, liegt das daran, dass ihr ausgeschaltet habt, dass ihr Direktnachrichten auf Discord bekommt. Klickt dann einfach auf den Server, ja, geht dann oben auf die Privatsphäre-Einstellung und stellt ein, dass ihr Direktnachrichten bekommen könnt, weil nur dann funktioniert das Ganze mit dem Bot. So, wir müssen jetzt Unite 4 hinzufügen. Ich starte einfach mal Fortnite und dann machen wir das. So Leute, wir sind in Fortnite hier und dann gehen wir auf Freunde hinzufügen, gehen bei Unite drauf und ihr seht, jetzt haben wir die Freundschaftsanfrage verschickt. Wir müssen auch in Fortnite die Freundschaftsanfragen aktiviert haben. Ja, jetzt ist Unite mein Freund und ja, mal gucken, was der jetzt macht. So, Unite ist mein Freund und ihr seht hier den Code 8324, den geben wir jetzt einfach mal in Discord ein.
So, wir müssen jetzt hier den Code 8324 eingeben. Ja, ihr seht, ich mache das hier einfach mal ganz kurz. Der Bot zeigt euch, der erklärt euch hier wirklich auch Schritt für Schritt jeden einzelnen Schritt. Und ihr seht, jetzt ist es abgeschlossen. Jetzt ist die, ja, ist der Prozess abgeschlossen und wir sind fertig. Wir können jetzt quasi den Discord-Server benutzen. Alle Funktionen inklusive den Scrims. Das wird vielleicht ein bisschen anders aussehen, wenn du jetzt kommst. Wir werden das noch ein bisschen umräumen. Ja, aktuell haben wir das in der Form. Kann sein, dass wir noch Scrims und Custom Games separat machen. Wagers kommen auch noch. Ja, da haben wir noch eine richtig krasse Überraschung im Petto. Und ja, jetzt seht ihr hier quasi den Scrim-Zeitplan. Da steht drin, wann welche Scrims sind. Das ist jetzt, wie gesagt, unser erster Tag. Wir werden den füllen. Wir suchen Leute, die hosten wollen. Wenn du Bock hast, die Games zu hosten und du hast einen Custom Games Account oder Custom Games Code, kannst Custom Games hosten, dann melde dich bei uns auf dem Server, ja, bei unserem Leiter von WET Scrims und dann gucken wir uns das Ganze an und ja, dann kannst du unsere Scrims hosten, wenn du willst. Wenn du einfach mitspielen willst, kein Problem, komm einfach drauf, guck, wann Scrims sind und sei einfach online, wenn wir Scrims hosten. Regeln sind ganz, ganz wichtig. Ja, liest euch die durch. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch beim Support-Staff. Beim Scrim-Server verstehen wir echt keinen Spaß. Wer da gegen die Regeln verstößt, kriegt da relativ schnell einen Bann. Das ist ein Competitive-Server. Wir wollen hier quasi E-Sport betreiben. Und es ist wie beim Fußball, wenn da einer irgendwie anfängt, Bälle irgendwie den Leuten in den Kopf zu werfen, dann wird er auch ziemlich schnell vom Platz getragen. Wir haben hier noch einen Abstimmungskanal. Da werden wir dann Umfragen machen, was ihr spielen wollt. Solo, Duo, Teams, Trios oder was auch immer. Und zum Mitspielen haben wir jetzt erstmal diesen Kanal. Ja, ihr seht quasi hier, wenn eine Scrims-Runde gestartet wird. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie man da reinkommt. So, wenn es eine neue Custom Games Runde gibt, eine neue Scrims Runde, findet ihr diese Meldung im Kanal. Ist ein bisschen auf Englisch, aber ihr seht schon, da steht Arena Solo. Ja, das müsst ihr dann auswählen in Fortnite. Wenn ihr dann mitspielen wollt, müsst ihr Arena Solo auswählen. Ansonsten könnt ihr da nicht mitmachen. Ja, ganz, ganz wichtig, guckt immer, was für ein Spielemodus ist angegeben. Falls ihr nicht reinkommt, kann es natürlich sein, dass der Hoster da was falsch eingegeben hat. Ja. Aber normalerweise ist es eher so, habt ihr da was falsch gemacht? Guckt nochmal nach, bevor ihr hier den Support-Leuten, die das alles ehrenamtlich machen, auf die Nerven geht. Checkt mal bitte einfach nach. Habt ihr alles richtig gemacht? Arena Solo, habt ihr den Code? Den müsst ihr nicht eingeben, sondern das macht ein Bot für euch. Das zeige ich euch gleich noch, ne? Und guckt euch auch ganz wichtig die Regeln an, ne? Hier steht jetzt quasi, man darf am Anfang kämpfen und killen. Dann ist Schießen, Killen und Griefen. Griefen heißt Loot klauen, Gebäude zerstören und so weiter. Bis zum dritten Kreis, bis der dritte Kreis zu Ende ist. Ja, Ende vom dritten Kreis verboten. Ja, liest das ganz genau, wie gesagt. Also wenn ihr da Fehler macht und da Leute beschießt, killt und so weiter, während es eigentlich verboten ist, wir werden die Leute, werden da sehr hart die Leute bestrafen. Es ist ein Competitive, ein E-Sport-Server und da darf man sowas aber nicht machen, ne? Da geht es halt darum, das ist ein Trainingseffekt in Scrims. Bei Custom Games ist was anderes. Wir werden auch noch Custom Games machen, Custom Games, guckt euch wirklich die Regeln an. Custom Games, da ist das dann einfach, kann man alles machen halt, ne, wie üblich. Stream Sniping und so weiter ist natürlich verboten. Und wenn wir dann Turniere haben mit Punktesystemen und so weiter, dann müsst ihr auch ganz genau die Regeln lesen. So Leute, jetzt haben wir diesen Bildschirm, da sieht man quasi, dass die Registrierung offen ist, ja, dass die Runde da ist. Ja, achtet ganz genau auf diesen Modus, achtet auf die Regeln, ganz, ganz wichtig. Und dann drückt ihr auf die Hand. So, dann wird derjenige von uns, der das organisiert, das ganze Custom Game oder die Scrims, auf eine Taste drücken und dann kann es auch schon losgehen, ne? Dann seht ihr quasi, dann passiert was, ja, dann kommt diese Meldung, ja, die Registrierung ist geschlossen, die Leute können jetzt reinkommen, sie kriegen jetzt Informationen, wie sie in die Lobby kommen, ja, das heißt, man bekommt die per DM, deswegen wieder ganz, ganz wichtig, ja, dass ihr die DMs aktiviert habt. Ihr seht, Unite hat mir wieder eine Nachricht geschickt, ne? Er schreibt mir jetzt quasi, ich muss den Bot Unite110, ja, als Freund hinzufügen, also das heißt, ich gehe jetzt in Fortnite, füge den Bot als Freund hinzu, muss den dann in die Lobby einladen, nachdem er mein Freund geworden ist, und zum Gruppenanführer machen. Dann verlässt der Bot die Runde und ich bin drin. Wie gesagt, wieder ganz, ganz wichtig, kontrolliert, ob ja, ihr die Freundschaftsanfragen aktiviert habt, also dass ihr quasi nicht geblockt habt, die Freundschaftsanfragen. Ansonsten könnt ihr nämlich eventuell Probleme bekommen, ne? Freundschaftsanfragen ablehnen, das dürft ihr natürlich nicht anhaben. So, und wenn jetzt hier der Bot nicht kommt, ja, der Unit 104, dann müsst ihr die Freundschaftsanfrage wieder canceln. Ja, ihr seht ja hier quasi, ja, gut, machen wir es nochmal, zack, rein da, ja, an Unit 110 verschickt. Gucken wir mal, was passiert. So, jetzt seht ihr, mir ist was richtig Dummes passiert. Ich habe zu lange gebraucht, um den Bot einzuladen. Ja, deswegen ganz wichtig, Tutorial gucken, aufschreiben, welche Schritte ihr machen müsst. Und jetzt ist mein Platz weg, ja. Aber kein Problem, wir machen einfach eine neue Runde auf. Ja, ihr seht, es ist eine neue Runde offen. Wir können wieder auf die Hand drücken, ne? Der Bot wird uns jetzt wieder kontaktieren. Der meldet sich jetzt hier gleich wieder, nachdem die Runde geöffnet wurde. Man muss kurz warten, ne? Bis hier quasi der
derjenige, der das Ganze organisiert, auf den Knopf drückt und dann geht's los. Ihr seht, jetzt ist wieder geschlossen, ja. Jetzt ist vorbei, jetzt muss man drin sein und jetzt gucken wir mal, was uns der Bot schreibt. So, jetzt seht ihr hier wieder, wir haben 90 Sekunden Zeit, mega Stress, um Unite Bot 244 zu adden. Das machen wir eben. So, wir haben jetzt Bot Unite Bot 244 geaddet. Ja, ich hoffe, ihr seht das auch und das Spiel ist schon drin. Ja, genau, wir haben jetzt den Bot geaddet, sehr schön. So, und jetzt kommt der Bot hier einfach mal, ist jetzt mein Freund. Und der ist danach weg, ja, deswegen ganz, ganz wichtig. Jetzt müsst ihr gucken, jetzt ist er mein Freund. Wo ist er denn? Hallo, Freund, wo bist du? So, jetzt suchen wir den Bot, einfach kurz runterscrollen. Jetzt müssen wir den einladen. Wir müssen ihn in die Gruppe einladen, ja, ganz, ganz wichtig. Und was wir auch machen müssen, ist, wir müssen ihn zum Gruppenanführer machen. Wir müssen ihn zum Gruppenanführer machen, einfach auf ihn draufdrücken, Gruppenanführer machen. Ja, ihr seht, jetzt wird hier lustig animiert. Er stellt automatisch den Modus ein, Arena, und haut ab. Ja, jetzt können wir einfach mitspielen. Jetzt sind wir nämlich drin. Und das könnt ihr auch ganz easy kontrollieren im Discord. Ja, ihr seht jetzt quasi, jetzt habt ihr die Meldung bekommen, dass der Unite-Bot euch geaddet hat, ne? Dass ihr drin seid. Und auch im Kanal sieht man jetzt quasi die ganzen Spieler, die drin sind und ja, die quasi mitspielen wollen, ne? Der ETQ hat es leider nicht geschafft. Und wenn der Kollege jetzt hier auf den Knopf drückt, dann geht die Runde los und ihr spielt. So, jetzt ist die Runde gestartet worden. Ja, wir sehen jetzt hier erstmal noch nicht viel. Ja, Fortnite ist auch abgestürzt. Gratulation. Auf jeden Fall kommt ihr dann in die Runde rein. Und ihr seht hier, der ETQ hat einen Timeout gehabt, der ist leider nicht in die Runde gekommen. Aber dann seid ihr in der Runde und könnt spielen. Bitte seid nicht traurig, wenn ihr mal in eine Runde nicht reingekommen seid. Ja, das kann immer mal passieren. Wir machen dann regelmäßig neue Runden auf. Guckt auf jeden Fall in den Zeitplan, wann die nächsten Scrims gehostet werden, wann die nächsten Custom Games gehostet werden. Wird regelmäßig aktualisiert. Wir suchen immer wieder Hoster. Wir wollen eigentlich den ganzen Tag, jeden Tag Scrims und Custom Games anbieten und dann auch Turniere. Und ja, wenn ihr das supporten wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr Creator Code WUDA.TV eintragen würdet, einen Daumen hoch da lasst. Abo und Glocke und ja, einfach mal vorbeigucken hier, kommt auf den Discord-Server von WT Esports, vom Scrim-Server, kommt auf meinen Discord, kommt auch auf unseren Valorant-Discord, würde mich sehr freuen und wir stecken hier wirklich extrem viel Liebe und Arbeit rein, würde mich sehr freuen, wenn ihr das Ganze mit Creator Code WUDA.TV supporten würdet, bevor die neue Season losgeht, weil jeder von euch, der Creator Code WUDA.TV einträgt und uns supportet ja unsere Zeit und Arbeit und Liebe, die wir hier reinstecken. Also wenn ihr es geil findet, freue ich mich über Daumen hoch und macht's gut, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.